das 23. Türchen des Adventskalenders. Heute mit einer Kapitel-Review zu dem Manga Rooster Fighter. Und ja, richtig gehört, der Hahnenkämpfer. Das Kapitel geht damit los, dass erstmal haufenweise Monster in der Stadt scheinbar Amok laufen. So ein paar kleinere, aber auch drei größere. Einmal so ein Auge auf Bein, dann so ein Fischkopfmonster und ein Monster, was aussieht wie so ein Oni, also an so ein Oni angelehnt ist, mit Hörnern und super muskulös. Und dann sehen wir auch unsere Hauptcharaktere, nämlich das sind ja Hähnchen. Also wie gesagt, der Hauptcharakter, dieser Rooster Fighter, das ist... Ja, und der und seine zwei anderen Freunde, da sind zwei andere Hähnchen, die kämpfen gegen diese Monster. Ihr hört sich abgedreht an, ist es auch. Unser Hauptcharakter, Hähnchen Nummer 1, der kämpft gegen diesen riesigen Oni-Giganten. Dieser Oni-Gigant heißt Morio. Und Morio ist scheinbar besessen, beziehungsweise in dem ist wohl ein Parasit drin. Denn Morio war wohl mal ein ganz lieber. Ich habe keine Ahnung, ob das auch mal ein Hähnchen war oder nicht, der dann irgendwie mutiert ist. Denn mutieren tun da später auch noch Sachen. Könnte also möglich sein. Jedenfalls möchte unser Haupthähnchen da seinen Freund retten und diesen Parasiten aus ihm rausbekommen. Und dadurch setzt er dann die, ja, ich denke mal, es soll eine Kikiriki sein. Und das brüllt er dann raus, dass dieses Kikiriki wie so ein Energiestrahl aus dem Mund kommt und den Morio trifft. Macht Morio nur allerdings nicht so viel aus. Auch beim zweiten Versuch hilft das nicht wirklich. Die anderen beiden Hähnchenfreunde da übrigens sollen gegen die anderen Giganten kämpfen, aber dazu kommen wir später noch. Jedenfalls ist unser Hähnchen Nummer 1, ja, das ist, der weiß halt nicht so wirklich, was er jetzt machen soll, aber er hat so einen kleinen Helfer dabei, das ist so ein Küken, ja, wirklich. Und das Küken sagt, das möchte jetzt auch stark sein und kämpfen und es hat eine Idee, wie sie diesen Parasiten in Morio rausbekommen können. Denn der Parasit soll wohl halt winzig sein, also scheinbar so groß wie das Küken. Und das Küken sagt halt, ja, es dringt halt in Morio ein irgendwie und kämpft in Morio dann drin gegen den Parasiten. Hähnchen Nummer 1 ist davon natürlich jetzt nicht so sehr begeistert und sagt, nein, das kannst du nicht und es kann sein, dass du sterben wirst und so weiter. Aber das kleine Küken sagt so, nein, es will mutig sein und es will jetzt auch etwas machen. Und dann nachher ein bisschen hin und her sagt Hähnchen Nummer 1, halt, ja, okay, gut, dann machen wir den Plan so. Ist nur leichter gesagt als getan, weil erstmal müssen sie an Morio rankommen. Die laufen dann dem so über den Körper, der haut sich halt immer so selbst so um, halt die Hähnchen zu zerdrücken mit der Hand. Gelingt ihm halt nicht, weil halt Hähnchen Nummer 1 ist halt super stark. Und die überlegen, dass das kleine Küken doch durch Morios Nase reinkommen könnte. Nachdem das alles so nicht geklappt hat, überlegen sie, ob sie nicht irgendwie den von Elisabeth umschießen lassen, weil er bewegt sich einfach zu stark. Da sagt Hähnchen Nummer 1 dann, ja, das ist eine gute Idee. Allerdings kommt dann schon Octopus-Monster und fesselt Morio. Und Octopus-Monster ist wohl scheinbar einer der Guten, wie es aussieht. Denn der hilft ihnen und ist so, ja, gerührt von dem Kampfgeist des kleinen Kükens. Und deshalb hilft er ihm jetzt und hält Morio fest. Währenddessen geht es auch zu den anderen beiden Hähnchen und die kämpfen gegen diese anderen Giganten. Und also das eine Hähnchen, das läuft mit so einer Laserkanone rum, wirklich, und ballert dieses Augenmonster einfach weg. Also das hat so am Fuß, hat er so eine Laserkanone, die bindet es sich dann noch irgendwie so an die Brust, springt dann so rum und schießt so einen gewaltigen Energiestrahl auf dieses Monster und das kippt dann tot um. Das andere Hähnchen, das kämpft gegen den Fischkorbmonster da und besiegt diesen auch mit irgendwie so einem explosiven Tritt. Da explodiert das Monster. Ja, also die beiden haben keine wirklichen Probleme. Dann geht es nochmal kurz zurück zu unserem Hähnchen Nummer 1.
Denn das kleine Küken, das will in die Nase eindringen, aber das Monster atmet ja und weil es halt so klein ist, wird es sofort wieder rausgeschleudert. Hähnchen Nummer 1 sagt nochmal, bist du dir wirklich ganz sicher, dass du machen willst? Wir können uns doch was anderes überlegen. Doch Küken ist weiter fest entschlossen, hat sich irgendwie so eine Nadel oder Nagel umgebunden als Waffe, denn es muss ja noch gegen den Parasiten kämpfen und stürmt dann in die Nase vom Morio rein, um den Parasiten zu finden. Währenddessen sehen wir dann noch so zwei andere komische Typen auf einer Seite, ich habe keine Ahnung, ob das die Bösen sind, die sehen aber zumindest aus wie Menschen, die scheinen ganz zu beobachten. Dann geht es auch zurück zu anderen beiden Hähnchen, die treffen sich dann wieder, nachdem sie Giganten besiegt haben und kämpfen gegen weitere Monster, weil es sind auch noch viele kleine Monster da, aber die sind auch alle kein Problem und langsam merken sie, dass es weniger werden. Dann jedoch werden ganz viele dieser Monster abgeschossen von einem Typen, dessen Muskelprotz, der hat so einen mutierten Arm und am Ende vom Arm hat er so eine riesige Gatling, mit denen er die ganzen Monster abgeknallt hat. Der gehört aber eigentlich zu dem Bösen, denn eins der Hähnchen sagt, warum tötest du hier gerade die ganzen Monster hier? Sind die nicht eigentlich auf deiner Seite? Und er sagt so, nein, diese ganzen da Monster, das sind einfach nur ja Werkzeuge und man muss mal seine Werkzeugkiste entrümpeln. Daraufhin sind die anderen beiden Hähnchen natürlich geschockt. Noch geschockter werden die allerdings, als dieser Typ, dieser Gatling, dann mutiert und wird auch so ein noch muskelprotzigeren Monster. Erinnert so ein bisschen so, wie heißt dieses eine Viech aus Resident Evil, der Nemesis. Da gab es auch so ein Viech, das hatte so ein Auge da an der Schulter. Zu sowas ähnliches mutiert dieser Typ dann halt auch wieder mit so einer riesen Gatling und die anderen Hähnchen dann so, ja, so ganz erschrocken müssen jetzt gegen diesen Gegner antreten. Und damit endet das Kapitel auch. Ja, was zur Hölle war das? Also man muss sagen, der Zeichenstil, der ist wirklich gut. Auch das Monster-Design ist richtig klasse. Richtig geiles Monster-Design. Und auch die Action ist nicht schlecht. Dann mit den Hähnchen macht das allerdings so dermaßen lächerlich, dass wo irgendwie war, okay, da ist irgendwie wenig Zeichentalent draufgegangen. Okay, man muss auch sagen, auch die Hähnchen sehen ja soweit ganz in Ordnung aus. Ja, auch das tun sie. Wieder zeichnerisch top, actionmäßig top, aber irgendwie so diese Idee, Hähnchen, die gegen Monster kämpfen, vor allem, ich weiß auch nicht, will er eine Parodie sein oder irgendwie nicht? Es ist sehr, sehr komisch und hat so Spaß gemacht zu lesen, bedingt, wie gesagt, cooles Monster, eine coole Action, aber sonst, ich fand vor allem dieses kleine Küken, was dann so klein und so stark sein wird, das passt vom Zeichenstil irgendwie überhaupt nicht rein. Das ist eher aus wie so ein Maskottchen, aus so einer Magical Girl Show. Und das bekommt jetzt vermutlich in den nächsten Kapiteln seinen eigenen Kampf gegen Parasiten, diese Morio. Also, ja, wirklich jetzt. Also, im Film würde ich den Manga nicht. Also, ich wäre, also wie gesagt, cooles Monster-Design, aber auch hier muss man halt sagen, es gibt viele Manga mit coolen Monster-Design. Außer ihr wollt jetzt unbedingt irgendwie einen Tier-Action-Manga lesen und oder ihr seid große Fans von Hähnchen, die Monster verprügeln. Dann solltet ihr mal reinschauen. Ey, wie gesagt, für dieses Kapitel-Review war das jetzt ganz witzig. Sonst finde ich die Idee eigentlich eher nicht, ja. Was die Idee ist einfach behämmert, kann man sagen, aber nicht so behämmert, dass ich jetzt sagen muss, okay, den will ich jetzt weiterlesen, oder der ist so behämmert, dass er wieder gut ist. Das ist einfach nur behämmert. Ja, wie gesagt, und das ist halt wirklich sehr, sehr schade, weil viele Sachen passen auch, aber das mit diesen Hähnchen, also von daher war das nicht so. Aber ihr kennt vielleicht den Manga, schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr den Manga? Vielleicht seid ihr große Fans von dem Manga und sagt, also der ist richtig klasse, kann ja auch so. Und vielleicht gefällt euch gerade diese Hähnchen-Thematik, dass wir halt nicht irgendwelche Menschen haben, sondern dass wir halt wirklich eine Gruppe von Hähnchen haben, die Monster verprügeln. Vor allem die Hähnchen mit dieser Laserkanone. Wirklich. Und dann schießt er sie. Oder dieser Kikiriki-Strahl, so nenne ich den jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, witzige Ideen. Allerdings ist es irgendwie nicht Parodie genug. Ist es irgendwie nicht wirklich was. Ist es leider aber auch nicht behämmert genug, dass es halt lustig ist oder gut ist. Ja, wie gesagt,
Schade, aber das war da Kapitel 23 von Rooster Fighter. Eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Türchen wieder.